Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Feuerrot Edition GG Deluxe Deluxe mit dem guten Herrn Gorobai. Tag, herzerfrischend ist, wird dann gesagt, ne? So, wir gehen wieder nach oben. Die Nuggetbrücke liegt hinter uns. Goro, jetzt kannst du dein Pokémon auf Route 25 fangen. Ja, erstmal mache ich immer die Momente, auf die man sich freut. Ich mache hier erstmal den einen Picknick, ja? Den Wanderer? Er ist Picknicker. Achso, okay. Sorry, ich wollte ihn Camper ist er, Camper Kuno. Und ich setze natürlich Kratzer an der Stelle von Karateschlag. Also ich glaube, ich kämpfe jetzt auch gegen den Wanderer oder gegen Dingens. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler, sagt er. Zu Bill. Mankey ist jetzt auch Level 20, jetzt kriege ich ein Problem. Oh, okay. Wow, der Wanderer hat 4 Pokémon dabei. Ich hoffe, dass keins von denen explodiert oder so eine Scheiße. Explosion kann er auch mal hier ganz schnell ein Finale, Strich aber das können die erst machen. Später. Ja? Hm. Meine ich, manchmal, aber das ist hier ja eben, ne? Wenn Kukuna Level 3 erscheint, wie in der einen Folge, da ist alles möglich. Level 21 durfte ich werden. Bisso ja, lernt im Übrigen auf Level 15, entwickelt er sich zu Boing genau und lernt da Konter und ab dann lernt er keine Attacken mehr. Gutes Pokémon. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Oh, hier ist ein Anziehung. So, Kleinstein. Oh, hier ist Route 25. Ja, da darfst du wieder fangen. Das ist erstmal ein Wanderer, den mach ich erstmal. Weh, du kriegst Rabauz, ey. Den Wanderer, den mach ich erstmal nass. Level 18 hat mein Merrill jetzt. Hat zwei Pokémon, das eine ist ein Macholona. Nehmen wir mit. Gegen Macholo, werden wir das noch schaffen? Mal gucken. Aquaknarre! Ja. Sollte sie hinkriegen, die gute Cordelia. Mir ist letztens aufgefallen, mir fallen echt bald keine guten Namen mehr ein für die Charaktere. Muss mal wieder mich ins Buffy-Universe einsehen. Endlich wieder ins Buffy-Universe. Die Serie habe ich schon 100 Jahre nicht geguckt. Aber in den Kommentaren haben ein paar Leute geschrieben, Buffy, beste Serie. Hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich kenne die nicht. Echt nicht? Nee. Buffy? Aber das hatte ich dir auch schon gesagt, das erste Mal. Habe ich wieder schnell verdrängt. Ja, ohne Schaden. Echt? Meryl entwickelt sich. Zu Azumarill? Ja! Das kommt wirklich überraschend, dass das so früh passiert. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mein nächstes Routen-Pokémon. Welches ist es? Sandan. Sandan? Wieder am Boden. Glückwunsch, Cordelia wurde zu Azumarill. Nice. Ist halt leider jetzt immer, aber Meryl ist halt ein Tank, ne? Aber ist es nicht normal jetzt? Lass mich schauen. Nee, ich glaube nicht. Nee, Typ Wasser immer noch. Okay. In der neuen Edition ist es Fee, glaube ich. Ja, ich glaube nämlich auch. Cool. Schönes Wasser-Pokémon. Okay, ich benutze mein erstes Heil-Item. Oh, so, guck mal, den locken wir jetzt hier raus, Leute, dass wir dahinter den Pokéball kriegen. Richtig gut. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Alles klar. Heißt sie Jill? Heißt sie Jill? Ich hab auch Jill. Und Jill ist dir schon immer eine treue Freundin, deswegen. Sie ist wie meine rechte Hand. Haltet an Jill fest. Du meinst wie deine linke Hand. Kommt drauf an, wie ich meine Hände halte. Okay, stimmt. Boah, Radfratz ist down, ey. Tackle. Ich will Sandan gerne in den roten Bereich haben, bevor ich es fange. Gleich tötest du es wieder. Das hat gerade Dings gemacht hier, ein Igler. Ich hätte mir den Lehrkanal nochmal angucken müssen, wie man Pokémon fängt. Ja, richtig. Als er damals das Glutexo gefangen hat, war ich mir nicht sicher. Das war super. Ich habe meine Folge auch einfach genannt, Glutexo wird gefangen, ja. Oder irgendwie so. Voll ja. Clickbait, so. Clickbait. Ich dachte auch so, hä? Aber gut, Sandan wurde gefangen. Das Maus-Pokémon. Es gräbt und lebt im Erdboden. Bei Gefahr rollt es sich zum Schutz zu einem Ball zusammen. Es ist so süß. Ich wurde umwickelt. Okay, verstehst Sandan. Du? Wickel. Wie nenne ich Sandan denn? Erdi. Erdi. Das wäre cool. Ich nenne es jetzt Brook. Oh, fast Level 19, ey. Oh, Meryl, du musst die Arena holen, aber du kannst keine guten Attacken für Misty. Klar, ich habe nichts, was effektiv ist gegen Misty. Erstmal heilen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Lust, Misty zu machen jetzt. Jetzt habe ich die Nuggetbrücke gemacht und will er auspacken, ey. Bis ich bei Bill bin, dauert das.
Also ich bin gleich bei Bill. Ja, aber ich nicht. Das wird jetzt hier so ein asynchrones Let's Play bald, Leute. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass es sich dahin entwickelt hat. Ja, aber ich meine, was willst du machen? Soll jetzt einer so rumgammeln? Ja. Ist ja auch langweilig. Ich möchte, dass du rumgammelst. Ich habe 5 Pokémon dabei, Leute. Das ist ja wohl nice. Ja, Sandan ist Boden. Aber ich möchte ich lieber Dicta oder lieber Sandan? Das ist natürlich. Ich würde Dicta nehmen. Weil ich finde Dicta so geil, weil er so mega schnell ist. Dicta, aber es ist auch eine Dingskanone, ne? Glaskanone. Ja, das ist auf jeden Fall eine Glaskanone. Darf ich Pokémon eigentlich auch ablegen für Misty zum Beispiel, sodass sie nicht besiegt? Ah, wobei ist ja egal. Ja, jetzt ist halt die Frage, was mache ich denn jetzt? Versuche ich auch zu Bill zu kommen? Also ich habe, glaube ich, jetzt nur noch 2 Trainer, dann bin ich beim Bill. Ja, aber ich wusste ja, dass wir miteinander kämpfen würden. Okay. Immer locker bleiben, Joel. Immer locker bleiben. Ich habe dir nichts getan. Teenager Yannick. Mit einem Rettan. Los, Buffy! Oh, Buffy entwickelt sich gleich auch. Mein Nidorina. Also levelt. Entschuldigung. Also Teenager Ludgar. Kratzer. Toll. Der gute Ludgar, du. Ludgar ist richtig gut. Ja, ein Ratzfratz. Ist wieder eine Trainer hier bei Soul Silver, der anruft mit so einem Ratzfratz. Ja, oh, das ist so eine Nervensäge. Wenn der anruft, da gehe ich schon so oft gar nicht mehr ran, ey. Nein! Scheiße, kann sein, dass Sandan jetzt tot ist. Ach komm, Go, was machst du denn? Oh, oh. Überlebt? Ja. Ah, nice. Habitak hat Furienschlag eingesetzt. Oh. War ganz schön heftig. Was mach ich denn jetzt gegen Habitak? Giftstachel ist aber eine mega schlechte Attacke, oder? Warte mal, wie stark war die? 15 ist ja lächerlich. Wieder Furienschlag. Das sind gefährliche Attacken, diese Furienschläge und Krabben. Ja, weil wenn da mal ein Volltreffer zwischen ist. Buffy lernt Giftstachel. So, Sandan kommt jetzt gegen mich. Doppelkick. Boah, das ist ja nicht so stark. Und schon muss ich wieder zurücklaufen. Das ist so ein bisschen. Ja, mache ich auch. Bin ein kleiner Schisser hier. Das. Ich bin gleich Level 21 mit meinem Pokémon. 21 darfst du ja. Ja, und dann bin ich immer noch nicht bei Bill. Kannst du Misty vorher machen? Bin ich immer noch nicht bei Bill. Was willst du denn vom Bill so dringend, ey? Wir müssen ja zu. Ne, müssen wir eigentlich zu Bill, ja, ne? Ja, ja. Der gibt uns doch das Ticket für die MSN, oder nicht? Stimmt, und sonst kommen wir auch nicht durch beim Polizisten. Irgendwie so, ja. Der Polizist lässt uns nicht durch. Level 19 ist mein eines Pokémon jetzt auch übrigens. Nur mal so fürs Protokoll. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Okay, wieso kämpft er denn gegen mich? Weil er ein Lamm ist. So, jetzt bin ich eigentlich nur hier. Bei der MSN hat er hier. War eine Party. Ach, bei dem bist du gerade. Der hat einen Fleckmon. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. War Fleckmon Wasser, ja, ne? Smogon. Fleckmon ist Wasserpsycho, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass er Konfusion kann. Oh, sie hat Mirapla. Gutes Pokémon. Bester Starter, ey. Bester Starter, habe ich gehört. Ah, gegen Gift, das wird aber nicht so stark sein, Mirapla. 2 Schaden, haha. Buffy wurde abgesaugt, Gore. Ich saug Fleckmon gerade ab. Also 21 ist drin. Guck mal, wenn ich mit Mirapla Level 21 bin, dann ist der Starmie überhaupt kein Thema mehr. Das stimmt, ja. 200 Erfahrung für Buffy. Oder? Dann ist Starmie doch kein Thema mehr. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich Misty besiegen soll. Ja, mehr als einen Punkt kann ich ja nicht kriegen. Ja, ja, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich sie besiegen soll. Ich muss sie ja besiegen trotzdem. Das ist richtig. Und noch ein Mirapla. Mit dem Notsituation. Du möchtest zu Bill? Aber erst kämpfen wir.
Ich meine, ich habe jetzt auch nichts, was irgendwie von Wasser mega auf die Fresse kriegt, aber ich habe halt auch nichts, was gegen Wasser krittet. Onyx? Bei Onyx muss ich Fußkick einsetzen, ne? Der wiegt doch irgendwie 2000 Tonnen oder so, ne? Oh ja, stimmt. Fußkick, Onyx, One-Hit. Das ist, das ist geil eigentlich an Fußkick, ne? Wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Jetzt ist Mankey Level 21. Oh, okay. Versucht Energiefokus zu erlernen. Buffy ist Level 19. Göre Elisa besiegt. Ich bin nicht sauer, sagt sie. Das ist aber lieb. Ja, guck mal, jetzt habe ich Mankey zum Beispiel Level 21 gebracht, jetzt habe ich ein Problem. Noch darf sie ihn einsetzen. Ach, kämpfen die hier gegen mich oder nicht? Ja, ich hab Schiss. Ich riskiere. Ah, da kann ich nicht riskieren, dann krieg ich auch einen Punkt nachher. Ich spreche sie mal an. Hallo, mein Freund ist das cool. Ach hier, das ist die Freundin von dem einen. Ja, ja, genau. Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Die Arena-Leiterin Misty hat hohe Erwartungen an diesem Ort. Okay. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Cup von der Soja City bist, solltest du jemanden dabei haben. So, ich bin bei Bill. Aber hier ist nur ein Pipi, Leute. Oh mein Gott. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Nein. Ich gehe in den Teleporter und du startest vor meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Finde ich nicht in Ordnung, dass er mir so sagt, was ich zu tun habe. Finde ich in Ordnung, dass er hier Genforschung betreibt. Ja. Ja, am Pokémon. So, jetzt dürfte er gleich wiederkommen. Da ist er, der Bill, Leute. Schick mir mal ein Evoli. Ey. Erstes Heil-Item. Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir was gut. Bist du hier, um mir den Pokémon-Sang anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur helfen? Nimm einfach das hier. Grenz erhält ein Bootsticket. Grenz packt Bootsticket in Itemtasche. Okay. Er mag so viel Trubel nicht und ich darf jetzt für ihn zur Pokémon-Party gehen. Ich frage mich gerade, wo ist das Pipi hin? Er ist da reingegangen als Pipi und ja, er ist alleine rausgekommen. Das hat einen Pokéball liegen. Oh Mann, ehrlich, diese Trainer, die mit Nidoran weiblich und Nidoran männlich haben, ehrlich. Goro's mad. Wer denkt sich denn sowas aus? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder in der Azuria City. Ja, also ich muss jetzt die Arena wohl oder übel als nächstes machen, Goro. Ja, wenn okay, wenn du kurz wartest, komme ich mit. Dann mach ich einmal. Ja, mach doch da oben noch fertig, denn wir können ja auch im nächsten Part das dann machen. Jetzt bei 13 Minuten, so ein paar Trainer. Du hast ja da drin schon ein paar Trainer geklatscht, ne? Ja, die zwei Trainer da drin habe ich schon. Ah ja, okay, dann mache ich die noch. Mach da oben ruhig weiter in der Zeit. Ja, ich muss eh zurück, meine Pokémon müssen geheilt werden. Okay. Oh hey. Aber du kannst ja das schon wird mal. Hart. Hey! Der Champion-Spee. Ein Tipp, Misty kämpft mit Wasser-Pokémon. Ja, weiß ich. Ja. Pokémon, ja, Wasser gegen Wasser ist halt auch nicht effektiv. Das ist doch alles. Ist doch alles nicht das Wahre, Leute. Ich muss einmal gucken, wie viele Gegengifte ich habe. 3, okay, das heißt, 3 kann vergiftet werden. So, klatsch! Ich bin dein erster Gegner. Es geht los, sagt er. Gegen Wasser. Ich habe halt nichts irgendwie, so was effektiv wäre gegen Wasser. Das ist so ein bisschen nervig. Sepa hat der. Oh, süß. Ja, stimmt. Der Sepa und Muschas hat einer, glaube ich. Weil ein Doppelkick kann ich auch schon mal nicht einsetzen gegen Starmie, weil das der Psycho mit ist. Genau. So, wie viel macht der Blubber denn Schaden jetzt, Buffy? Ah, war ein Volltreffer. Das geht aber dafür sogar. Macht ein Kratzer mehr Schaden? Oh ja. Nidoran lernt leider auch keine Attacke mehr, glaube ich. Okay, Sepa besiegt. Das klappt ja gut hier. Und Muschas. Oh, Muschas hat so eine hohe Verteidigung. Genau. Ich könnte natürlich auch versuchen, Misty zu vergiften. Also sie hat doch... Was hat sie denn? Stern, du und Starmie, ne? Ja, genau. Ist auch, wer macht denn so eine Arena auf, ey? Ja, Starmie ist schon sehr geil. Ja, aber wer macht denn Stern Eis, und Starmie? Okay, macht zum Glück nicht so viel Schaden, die Eissplitter.
Das ist halt die Seestern-Arena. Die Seestern. Ich brauche unbedingt Gegengifte, Leute. Ich finde, Starmie sollte noch eine weiterentwickelte Form kriegen. Oder eine Mega-Entwicklung. Mega-Starmie. Mega-Starmie. Von mir aus können sie es auch Deluxe-Starmie nennen. Deluxe. So, Pokémon noch mal heilen, Freunde. Ich habe so Angst vor dieser Arena-Leiterin wieder. Wir haben noch zwei Supertränke. Ach ja, es gibt ja Supertränke. Nice Job. So, ich muss doch den letzten Gegner jetzt vor Dingens. Der hat doch wieder Tentacha oder so eine Scheiße gehabt, ne? Goldini hat er gehabt. Ach, Goldini. Ich dachte, hier wäre irgend so ein Knecht mit Tentacha. Nee. Soll ich jetzt warten und dann machen wir zusammen Misty oder soll ich... Ja, würde ich sagen. Das ist ja lustig. Wie? Du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Aber dann heile ich gleich. Mach doch ruhig einen Trainer oben, Goro, oder? Dann muss ich wieder hochlaufen. Achso, ja, warte, die hat ja wirklich nur ein Pokémon. Ja, eben, deswegen ja. Aber wir machen ja eh den Cut gleich. Ja, genau, deswegen würde ich auch sagen, ja. Ja, dann warte. Nochmal einen Kratzer. Oh nein, Superschall, das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst. Schaffe ich doch noch einen Trainer? Weiß ich nicht. Buffy ist verwirrt und setzt Kratzer ein, wow. Ich glaube, ich tausche trotzdem. Ist mir zu blöde, ich hasse das, wenn die verwirrt sind. Los! Hornattacke. Warum zieht Hornattacke einfach 20 Leben ab? Ja, das ist eine krasse Attacke, die hat mir auch fast das Genick gebrochen gehabt. Und jetzt macht das Viech wieder Superschall. Ah, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Wenn er jetzt eine Hornattacke macht und ich treffe mich selber... Dann bist du down. Oder ja, das ist richtig. Oder ein Crit. Aber heilen ist auch scheiße jetzt. Jetzt macht er Rutenschlag, weißt du, und ich wechsle. Oh. Doppelkick. Superschall geht daneben, haha. Oh, gegen Misty brauche ich auch gleich so mega Lack einfach. Goldini macht sich jetzt selber nass. Wie doof sieht ein Nassmacher aus? Ist das nicht einfach nur so ein Wasserstrahl nach oben? Ja, ja, die Stärke von Feuer wurde geschwächt. Genau. Weil ich auch so viel Feuer-Pokémon gerade dabei habe, Leute. Und Buffy erreicht Level 20. Und welcher Picknickerin? Gwendolin oder wie hieß die? Ich bin überwältigt, hat sie gesagt. Ja, dann gehe ich mich jetzt heilen, Leute, und dann... ich habe so Angst. Ich muss mir auf jeden Fall auch noch Supertränke in der nächsten Folge schnell kaufen. Das kann Grants dann machen. Ich heile mich nochmal. Ich habe Sandan nochmal ein bisschen trainiert in der Zeit. 3 Stück hole ich mir dann schnell. Ich habe richtig Angst. Ich will die nächste Folge nicht spielen. Okay, also ich stehe vor dem Pokécenter. Okay, warte, ich heile gerade. So, ich stehe auch vor dem Pokécenter. Okay, Leute, ich würde sagen, morgen Misty. Klappt den Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf Misty morgen. Ich habe Bock auf Misty, aber ich will nicht gegen sie kämpfen. Aber ich habe auch Bock auf Misty, ist schon eine Süße. Bis morgen. Haut rein.